ist darauf achten. Sie sind Reiterin im Stall in Marburg, werden trainiert von dem Werner Bergmann und vom Max Wadenspanner. Erzählen Sie ein bisschen, was reiten Sie alles? Erfolgreich bis M2 Sterne, das weiß ich. Erzählen Sie ein bisschen mehr. Genau, ja, also ich darf jetzt die große Ehre mit mir zuteilen, dass ich die Pferde von der Jedes reiten darf. Es macht super Spaß. Ich darf mit den beiden Trainern jede Woche trainieren, was eine große Ehre ist. Und meine Entwicklung ist so schnell gegangen, dass ich habe es gar nicht damit gerechnet. Wo kommen Sie her? Ich komme aus Österreich, aus Wien. Aus Wien, ja, mein Gott, von Wien nach München, von einer schönen Stadt in die andere. Genau. Und wie kommen Sie an die Pferde? Ans Reiten? Ans Reiten generell. Eigentlich schon als kleines Kind. Dadurch, dass meine größeren Geschwister immer geritten sind, war ich auch immer im Stall. Und dann haben sie mich irgendwann nicht mehr wegbekommen. Ja, blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Haben Sie da eine Ausbildung gemacht? Nein, ich bin leider Quereinsteiger. Das heißt leider, das ist ein ganz, ganz... Herbert Rehbein hat seine Berufsreiterprüfung auch gemacht, nachdem er, glaube ich, irgendwelche tollen Meisterschaften und Medaillen gewonnen hatte. Also das ist kein Leider. Ja. Nö, also hat ja auch bis jetzt ganz gut geklappt. Toi, toi, toi. Und sind einfach nach München gekommen, haben gesagt, ich will hier reiten, oder wie war das? Ja, genau. Also ich war ganz am Anfang bei Stefan Zengler, habe ein Praktikum gemacht und dann haben wir uns irgendwie mit Marburgs getroffen und die haben lustigerweise gerade jemanden gesucht und dann hat es einfach gut gepasst. Und Sarah und Jelis haben mich einfach immer und überall unterstützt, deswegen käme für mich nie in Frage, dass ich da irgendwie weggehe, beziehungsweise wenn sie mich loswerden wollen, wird es wirklich schwierig. Ah, oh, das hört man gerne als Arbeitgeber. Toll, super. Ja. Und da sind Sie M, aber Sie reiten auch S. Das ist jetzt der nächste Schritt, ja. Ich habe mich noch nicht getraut, die Pferde können es natürlich, aber ich will die Pferde natürlich auch nicht unter Wert verkaufen. Und deswegen Stück für Stück. Meine erste L-Dressur war im Juni letzten Jahr. Deswegen. Das ist in der Tat eine steile genau. Karriere. Und können Sie denn irgendwas jetzt hier sagen? Ja. Tipps geben? Meine, ja. Vielleicht brauchen Dorothee und Jessie keine Tipps, aber vielleicht gibt es schon mal den einen oder anderen. Dorothee strahlt schon so. Ich glaube, die fühlt sich schon sehr gut drauf. Gibt es irgendwas, was die beiden wissen müssen? Ja, also der Fügo ist ein absolutes Traumpferd, was Lektionen anbelangt. Also wirklich. Fügo, Fürstengold. Fürstengold, ja. Ah, Fügo. ist ein absoluter Traum. Also wirklich Lektionen reiten für Dummies. Ja, was ein bisschen schwierig ist, ist, dass er halt frisch und schnell bleibt. Und wie gesagt, er ist ein sehr willensstarkes Pferd. Also entweder geht er mit einem durchs Feuer oder wenn er halt keine Lust hat, geht er nicht mal vor die Tür so in die Richtung. Ja. Dann scheint er jetzt aber Lust zu haben. Er ist kurz davor, durchs Feuer zu sprengen. Ja, der ist wahrscheinlich froh, dass jetzt Dorot aussetzt. Aber das wollen wir doch nicht. Aber zumindest sieht er doch recht motiviert aus. Ja, absolut. Wie oft reiten Sie ihn? Fügo hat ein bisschen Sonderstatus, weil er ja eben so ein toller Kerl ist. Das heißt, wir trainieren ihn dreimal. Und sonst gibt es eigentlich wirklich Spaßprogramm mit Ausreiten, ein bisschen Cavaletti-Training, dass er einfach so ein bisschen bei Laune bleibt, weil so ein tolles Pferd, was so viel schon erreicht hat, braucht einfach gute Laune und Motivation. Ja, absolut. Der muss nichts mehr lernen. Genau. Muss mir nur was beibringen. Ja, das macht er bestimmt gerne. Sieht doch sehr willig aus. Ich kenne ihn selber vom Richten und es war immer Spaß gemacht, ihn zu richten. Wie lange haben wir denn jetzt noch Zeit? Wollen wir den Spaß von der Dorothee mal beenden oder hat sie noch? 1,30 hat sie noch. Gut. Also Doro hat auch gesagt, nö, sie will noch ein bisschen. Sie will noch ein bisschen, ja. Wir können die Regeln ändern und noch 10 Minuten machen, aber ich fürchte, nein, gut. Ja, sieht doch schon sehr gut aus. Sehr clever, die Pirouetten jetzt noch ein bisschen größer zu machen, dann kommt er ihr nicht zu sehr zurück, dann kann sie gleich im Viereck schön klein halten. Wenn sie jetzt schon zu klein machen würde, dann ist beim fremden Pferd ja doch ein bisschen die Gefahr, dass der dann vielleicht es im Viereck zu klein machen will. Und wie ist er im Stall? Der Fügel hat absolut einen eigenen Charakter. Also er ist so ein bisschen unser Spaßvogel. Steht keine 2 Minuten ruhig in der Stallgasse, aber... Also wirklich ein Traum vom Charakter, ja. Einfach ein verspielter Kerl, todesbrav, man muss bei ihm nie Angst haben. Aber eben auch ein eigener Charakter, ja. Wenn es keine Kekse gibt, gibt es Ärger. Okay. Ich glaube, die guten Pferde haben alle irgendwo ihren eigenen Charakter. Man will ja auch keinen haben, der nur den Kopf hängen lässt. So, ich glaube jetzt aber... Vielleicht sollten wir den Tipp Doro noch geben. Doro, hast du Keks dabei? Jessie kramt schon.
5 Sekunden hören wir hier gerade. Der Spaß ist nur noch eine S3 lang, Doro, auch so, wenn es noch so schwer fällt. Und da geht es jetzt los mit dem Finale beim Dressurderby mit Pferdewechsel, gesponsert von Familie Marbock. Und als erstes freuen wir uns auf den Hannoveraner Fürsten Gold M und im Sattel Dorothee Schneider. Escucha el aliento, solo
si hoy voy a triunfar, no voy a olvidar que por ti será, por tu amistad. Oh, 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 oh. Mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma eres tú. Oh, 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 oh. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Das war mal eine erste Runde hier im Finale Fürstin Gold M und Dorothee Schneider. Große Begeisterung. Was konnten Sie lernen? Ach, ganz viel. Ich fand es total schön, wie sie ihn vor sich hatte und so schön im Gleichmaß. Ja, war einfach eine schöne, tolle Runde. Das, glaube ich, haben alle so gesehen. Jetzt fragen wir mal Dorothee. Du guckst zufrieden, Dorothee. Erzähl. Wir sind gespannt. Das ist ein richtiger Professor im Viereck. Also das merkt man, dass er richtig viel Erfahrung hat und dass er auch schon so ein bisschen die Linien kennt. Da muss man schon gucken, dass er nicht sich verselbstständigt, sag ich mal, in bestimmten Lektionen. Aber ich hatte das Gefühl, er hat Spaß gehabt. Ich habe ihn zwischendurch immer mal gelobt, weil ich gedacht habe, wenn ich schon kein Leckerli dabei habe, also ich mache das ja sowieso viel und ich finde immer, dass die Pferde dann so ein bisschen motivierter sind und er hat das auch sehr gut angenommen und kam auch immer wieder schön vors Bein und vor die treibende Hilfe. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Anlehnung war ja immer sehr gleichmäßig und gut. Ja, also wie gesagt, er ist schon ein bisschen Professor, also in den Ecken versucht er schon auch mal so ein bisschen dahinter zu kommen. Die Reiterin hatte ja schon gesagt, dass er nicht immer motiviert ist. Also ich habe ihn in den Ecken schon immer mal so ein bisschen angeschubst und dann kam er auch wieder schön auf Zug zum Gebiss hin und dann konnte ich auch wieder gut zur nächsten Lektion reiten. Er hat die Hilfen sehr, sehr gut angenommen und ist ein Top-Pferd, ist ja hoch erfolgreich, aber auch ein Top-Pferd für hier diese Prüfung. Man kann sich sehr schnell auf ihn einstellen und ich glaube, es ist ja immer der Punkt, dass der Reiter sich aufs Pferd einstellt und nicht das Pferd auf den Reiter. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Doch, ich denke auch, das war, glaube ich, von allen wurde es sehr gelobt. Der Trainer, Herr Fisch, Sie haben nicht mehr, aber Sie haben lange, kennen ihn wie keiner hier so, auch einverstanden mit dem, was Sie, Dorothee, gesagt hat? Sicher hat er, ich kann mir vorstellen, dass er sich ab und zu verselbstständigen wollte, weil natürlich, kennt natürlich jahrelang die gleiche Reiterin und ja, kann ich mir gut vorstellen, weil ich das Gefühl auch kenne. Aber hat mir wahnsinnig gut gefallen, wirklich ein großes Lob, sah toll aus, schönes Seitenbild, ganz fein, wirklich schön. Wo ist Johnny? Da ist Johnny. Ja, wenn wir schon den Bundestrainer hier haben, dann muss der doch auch was sagen. Ja, also ich kann eigentlich mehr oder weniger alles wiederholen. Das Pferd hat mit Doro, muss man sagen, vom Einreiten an sehr harmoniert und Doro hat sehr gutes Tempo gefunden und wusste das Pferd in jeder Phase eigentlich immer wieder zu sich zu holen und gut vorzubereiten und hat natürlich ihre ganze Routine ausgespielt und hat wirklich nichts liegen lassen. Also Doro, ich bin auch stolz auf dich. Benny, hast du irgendwelche Tipps für Jesse gehabt? Das können wir ja jetzt besprechen. Jetzt ist ja alles durch von allen anderen, nur noch Jesse. Hast du was? Ja, wir haben uns wieder ausgetauscht. Ich wusste es. Es ist sicher sehr, sehr schwer, jetzt irgendwas besser zu machen.